Ah, okay, läuft. Also erstmal auch von mir nochmal hallo. Ich finde es krass, dass so viele gekommen sind. Das ist für mich auch, ich bin ganz schön nervös, aber ich freue mich auch, vor so vielen präsentieren zu dürfen. Ja. Also willkommen zu unserem Projekt VRTR. VRTR ist ein Roboter, der mit einer virtuellen App oder eben durch eine Website und ein reeller Roboter Müll sammeln in der Stadt. Und das kann man ganz einfach vom Sofa aus und dabei sogar vielleicht noch Geld verdienen. Ja, dann steht ja erstmal die Frage, wie das funktionieren soll, weil vom Sofa aus Geld verdienen hört sich nach einer Wunschvorstellung an. Man geht erstmal auf die Webseite oder halt auf die App. Bisher ist jetzt nur die Webseite verfügbar, aber man geht auf die Webseite, sammelt den Müll, indem man den Roboter über die Webseite steuert und kann somit dann den Müll in Mülleimer werfen mit dem Roboter. Das ist dann noch für die Zukunft vorgesehen. Und dann Punkte sammeln und dadurch dann halt die Punkte in Geld umwandeln. So, los geht's. Wie macht man das denn? In der App oder eben auf der Website sich anmelden? Beim Prototyp jetzt noch nicht. Dann einen TR1, also einen Trash-Roboter, aussuchen und lossammeln. Und wenn man dann diese Punkte kriegt, kann man diese auch einlösen und Geld verdienen. Ja, wie wir gearbeitet haben, musste auch in die Präsentation rein. Wir haben Python verwendet, also Programmiersprache. Und ich weiß, für die Webseite habt ihr, glaube ich, HTML verwendet? Ja, also HTML für die Webseite und Python für den Code für den Roboter haben wir als Sprachen verwendet. Die Hardware ist ein 3D-Drucker, den zum Großteil David bedient hat. Da war ich war eher so für die Software zuständig. Wir haben, wie man da unten auch sehen kann, zwei Getriebemotoren. So eine Art Motorsteuerungsmodul, der jetzt da steht, Motortreibemodul und halt ein Raspberry Pi. Für die Zukunft ist auch noch eine Kamera geplant und ein Greifarm, damit man dann auch wirklich, also man sieht, der Roboter ist etwas klein, dass man auch wirklich mit dem Roboter den Müll dann in einen Mülleimer werfen kann, die jetzt vielleicht auf der Höhe so ihre Öffnung haben. Für uns recht praktisch, für den Roboter halt nicht. Und dafür wollen wir dann einen Greifarm anbauen, der höhenverstellbar ist, das heißt an der Schiene hoch und runter fahren kann. Unsere Website, wie sieht die denn aus? Ganz einfach nur sowas, ein Steuerknüppel und darunter ein bisschen Text, was gerade passiert und eben eine Überschrift. Damit haben wir die Website programmiert, also nicht genau damit. Ich könnte das auch mal zeigen, womit wir das programmiert haben. Und zwar, da. Das ist einmal die Programmierung. Sieht man nicht im Bildschirm. Ach so, ja. Na gut, dann halt nicht. Ja. Geht's jetzt? Das gehört auch zu jeder seriösen Konferenz dazu. Ja. Kurze technische Panne. Ja, genau, die Website. Und dann, wie wir den 3D-Drucker programmiert haben. Das ist ein Modul Tinkercad. Das kann ich auch kurz mal zeigen, wenn das funktioniert ganz sicher, da das im Internet ist. Und mit diesem Tinkercad. Nein? Doch. Nein. Doch! Nein! Ja, warte. Warte, rechts das rausholen. Also, das kriegt nur die Präsentation. Ja, rechts das rausholen wieder. Nein, hier rechts das rausholen. Nein. Doch, doch. Nein. Doch. Nein, doch. Nein, doch. Lass doch. Du musst es noch teilen. Doch. Du Nein. musst es noch teilen. Nein. Okay, jetzt lass mal hier ist mein Ticken kommen. Nein. Ja, ganz schön. Nee, ja, duplizieren. Dann geht es nicht. Wir können es jetzt nur über die Präsentation zeigen. Also man hat diese Module, natürlich kann man nicht einfach aus der Luft das machen, deswegen ist es ein bisschen schwerer, gibt es auch ein paar Probleme. Das konnten wir jetzt nicht hinbekommen, also das sollte eigentlich mal das Hinterrad sein, was sich bewegen kann. Nur der 3D-Drucker hat aufgegeben und jetzt fahren wir halt mit zwei Rädern.
Ja, funktioniert auch. Aber wie funktioniert er denn? Also das könnt ihr jetzt nicht sehen mit der Website. Ja, also wir haben euch ja vorhin gezeigt, wie die Website aussieht. Also auf die Website gehen wir jetzt einfach. Also und ihr seht jetzt einfach nur einen blauen Bildschirm. Ihr seht jetzt immer, wie er sich bewegt. Fährt mir rechts. Zu wenig. Also, rechts. Warte, lass mal was machen. Also das steuert man dann alles über die Website, eben mit diesem Steuerknüppel, den wir eben gezeigt haben. Und man sieht jetzt noch das ganze Innenleben. Später soll es mal so sein, dass man eine Haube drum hat und der natürlich auch einen Greifarm hat und eine Kamera und dann wirklich fahren kann. Also wir hatten jetzt WLAN-Probleme, hoffentlich passiert das nicht dann, wenn man ihn richtig bedienen könnte, also mit in der Stadt fahren und Müll einsammeln. Da sieht man jetzt gerade ein WLAN-Problem, weil ich drücke nichts mehr. Er fährt immer noch. Also manchmal hängt es halt ein bisschen, aber... Also diese Website kommt jeder drauf. Jeder könnte jetzt den fahren. Ich würde es jetzt nicht ausprobieren, weil dann machen alle. Also wenn es jetzt alle machen, dann ist halt immer der als letztes sozusagen draufkommt, steuert den dann. Dann werden sie wahrscheinlich viele fragen, warum geht das jetzt nicht? Ja. Ja, ist am besten, wenn nur einer drauf zugreift. Also wir haben schon bei 3 Webseiten Probleme gehabt, also bei 3 offenen Webseiten. Ja, und das war jetzt so unser Projekt, nämlich der VRTA, den wir in Zukunft auch vielleicht noch versuchen werden zu verbessern. Gibt es noch Fragen oder sowas? Okay.